Du wagst es, dich nicht jetzt kacken zu gehen. Hallo Leute, ich habe heute mal wieder einen DM-Haul für euch. Und zwar war ich gerade ein bisschen in der Stadt, weil ich ein paar Sachen brauchte, wie Duschgel und Klopapier und Katzenfutter und Küchenrolle, keine Ahnung. Okay, als erstes habe ich zwei Zahnbürsten gekauft. Und zwar einmal eine in Pink für mich und eine grün für Malte. Juhu! Das sind die Dr. Best Classic. Oh, Malte hat Dr. Best Premium. Wow. Beide in Stufe Mittel und ich glaube, die kosten so 1,75. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit Zahnfleischbluten und sowas und ja, die sind nicht ganz so böse zu entziehen. Dann hat Maltes Mutter uns noch so einen Couponzettel gegeben. Da hat man 50 Cent von jeder Colgate Zahnpasta vom Preis runterbekommen. War das Deutsch? Ich glaube schon. Da habe ich einmal diese Colgate Total Whitening mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt für die, ich glaube, 1,25 bezahlt, weil sonst benutzen wir die Odomir 3. Die kostet, glaube ich, nur 75 Cent oder so. Ist natürlich schon ein Preisunterschied. Naja, ich dachte mir, ich probiere die einfach mal aus. Und habe ich gleich noch eine mitgenommen. Und zwar ist das die Max White One Active. Weil ich bin irgendwie so ein bisschen so ein Werbungsopfer und ich habe die halt schon voll oft in der Werbung gesehen. Deswegen dachte ich mir, probiere ich es mal aus. Hier steht ein Zahnfarbton weißer in einer Woche. Das glaube ich jetzt vielleicht nicht so, aber vielleicht bringt es ja irgendwas, weil ich bin nicht ganz so zufrieden mit meinen Zähnen. Und ja, ich werde es ausprobieren, mal sehen. Vielleicht kann ich euch dann davon berichten, wenn sie toll ist. Wenn nicht, dann werdet ihr nie wieder davon hören. Dann habe ich noch Katzenfutter gekauft und zwar dieses hier von Dein Bestes. Das ist für Katzenkinder. Es ist wahrscheinlich nicht das Beste für Katzen mit dem höchsten Fleischanteil. Und das mögen sie ganz gerne. Das habe ich ihnen jetzt auch schon gegeben. Und ja, da kostet ein so ein Paket, ich glaube 25 Cent, also so eins hier. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Und ich möchte keine Diskussionen in den Kommentaren von wegen, das Futter ist doof für deine Katzen, bla bla bla. Ich entscheide selber, was ich meinen Katzen gebe. Und ja. Dann wollte ich unbedingt ein neues Deo haben, weil ich meins einfach nicht mehr riechen kann. Ich hatte immer jetzt dieses hier von Far, Pink Passion. Das habe ich schon seit Jahren, also bestimmt schon 5 Jahre oder so, keine Ahnung. Also zwischendurch hatte ich natürlich immer wieder ein anderes, aber irgendwie habe ich wieder auf das zurückgegriffen. Und ich kann es einfach nicht mehr riechen. Malte hat mir sogar schon gesagt, dass er es nicht riechen kann, dass er nicht findet, dass es gut riecht. Und deswegen brauchte ich jetzt ein neues und da habe ich jetzt einfach das hier genommen. Das ist, glaube ich, eine Limited Edition von Balea. Das ist auch ein Body Spray noch, aber es ist irgendwie auch ein Deo, also naja, werde ich ja sehen, ob es hilft. Auf jeden Fall so mit Kiwi-Duft. Ja, und das ist außerdem ohne Aluminiumsalz und das finde ich ganz gut, weil Brustkrebs möchte ich nicht unbedingt fördern. Und ja, ich glaube, das hat 1 Euro oder so gekostet, keine Ahnung. Aber Balea ist ja nie so teuer und ja, ich werde euch berichten, ob ich es gut finde oder nicht. Dann hat Malte sich noch ein neues Shampoo mitgenommen und das hier ist für Männer. Shampoo Refresh Your Hair, das fand er beim letzten Mal ganz gut, deswegen hat er es nochmal mitgenommen. Keine Ahnung, wie viel das gekostet hat, aber ich glaube, das interessiert euch auch relativ wenig. Dann hat er sich noch ein Deo mitgenommen, das ist Rexona Man Cool Belt. Ja, wow. Dann hat Malte sich das gleiche Shampoo nochmal mitgenommen, ich weiß nicht wieso, aber er hat es nochmal. Und dann haben wir noch dieses Duschgel mitgenommen, das heißt Hochgefühl Energiedusche. Anregendes Duscherlebnis. Das ist mit Wasserlilienextrakt und das riecht eigentlich echt gut. Malte hat es ausgesucht, aber es riecht gut. Und ich glaube, das hat 55 Cent gekostet. Ja, genau, 55 Cent. Und dann haben wir noch dieses hier mitgenommen, das ist aus einer Limited Edition, das heißt Carambola Lambada. Und das riecht einfach super fruchtig und so exotisch irgendwie und das hat auch nur 55 Cent gekostet. Und die Balea Duschgels finde ich eigentlich immer ganz gut, obwohl ich einen riesen Haufen von Bath und Body Works Duschgels habe, aber egal. Und weil wir jetzt eben zwei Babykatzen haben und es nicht immer ganz so läuft mit dem auf Toilette gehen, wie wir wollen, haben wir uns jetzt so einen Textilerfrischer gekauft, weil gestern zum Beispiel haben die hier auf so einem Polster gemacht, beziehungsweise einer von beiden. Und das riecht jetzt nicht mehr so schön. Nett, um es mal nett auszudrücken. Und deswegen habe ich mir jetzt so einen Textilerfrischer hier gekauft, der ist jetzt von Denk mit. Ich habe erst überlegt, soll ich jetzt den von Febreze nehmen oder den von Denk mit, aber ich dachte mir, probierst du jetzt erstmal den hier aus, weil die Sachen von Denk mit sind ja meistens auch gut. Und hier hinten war extra so ein Hund und eine Katze drauf und deswegen dachte ich mir, wow, das ist ja perfekt dafür. Ja, und ich hoffe einfach, dass es hilft und wenn es nicht hilft, dann muss ich mir eben das von Febreze holen. Das hat jetzt, glaube ich, 1,75 gekostet. Und als letztes das einzige Kosmetikteil aus diesem Haul. Ein Nagellack von Essie. Ich habe schon ziemlich lange auf diesen Nagellack gegeiert. Das ist aus der aktuellen LE. Ich weiß nicht genau, wie die LE heißt. Auf jeden Fall heißt der Nagellack Strut Your Stuff. Und ist eben so ein wunderschönes Aquamarinblau, nennt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielleicht auch Türkis. Finde ich auf jeden Fall super schön. Ich bin irgendwie schon voll im Herbstlook heute angezogen. Aber es ist auch super schlechtes Wetter draußen. Es regnet total und so.
Naja, auf jeden Fall ist das jetzt nochmal so ein bisschen so eine Sommerfarbe. Und hat eben 7,95 gekostet, wie immer. Ich habe ja noch nicht genug Nagellacke, deswegen musste ich mir nochmal einkaufen. Okay, das war schon mit diesem DM-Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Demnächst werden natürlich auch nochmal normale DM-Hauls kommen mit Kosmetik und so. Aber momentan ist es eben einfach so, dass ich am liebsten so Haushaltssachen und so kaufe. Also dafür gebe ich einfach am liebsten mein Geld aus, weil irgendwie sehe ich das nicht mehr als so nötig, so viel Geld für Schminke auszugeben. Aber ja, das ist ja auch immer noch meine Sache. Ich würde mich über Feedback freuen, wie ihr diese Haushaltsvideos findet, ob ihr mehr davon sehen wollt. Weil ich eben jetzt beim Video der erfahren habe, dass ihr das alle ganz toll findet. Ja, hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht. Das Feedback war zwar ganz gut bei den letzten Videos, aber jetzt auch nicht so überragend, dass ich mir so dachte, ja, jetzt mache ich noch ganz viele. Aber ja, anscheinend findet ihr das toll und schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen, ob ihr das cool findet oder ob ihr mehr davon sehen wollt. Die Roomtour wird auf jeden Fall auch irgendwann kommen, nur das ist leider noch zu unfertig dafür, dass ich euch das zeigen könnte. Ja, und ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss! Anni, guck mal da. Guck mal da. Ich nur mal ins Mikro. Nein, nicht anfassen. Hallo, ich bin der Mali. Ja, und ich schreie immer. Ma, Barney. Und weil wir jetzt eben zwei Katzen... Ey, Barney! Ach, Mali ist das! Eben so ein wunderschönes... Wieso kommt jetzt die Sonne raus? Das verfälscht doch mein Bild! Das ist mit Wasserlilien. Wasserlilien. Aua.